Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Someone Else One. Ja, was wollen wir heute machen? Wow, sagt der Titel ja wahrscheinlich schon. Wir wollen heute Sylphe berunen und auf 5 Sterne bringen. Und ja, dann werde ich vielleicht noch, wenn ich dazu komme, ein bisschen leveln. Oh ja, also ihr könnt die Runen, die ich jetzt hier auswähle, könnt ihr gerne selber auch nehmen für eure Sylphe. Ihr könnt natürlich auch anders ruhen, ja. Also ich habe erst überlegt halt, ob ich auf Qual und Rache gehe. Rache ruhen sozusagen. Ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass ich nur 3 Rache-Runen habe und die sind definitiv nicht so gut geschaffen für Sylphe. Deswegen habe ich mich hier für Qual und Klinge entschieden, wo ich aber auch noch die eine oder andere Rune dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern muss, da ich eigentlich auch noch nicht so die perfekten Runen dafür habe. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit den Runen, die ich jetzt sozusagen ausgewählt habe. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, ne, was ich dann nehmen kann und was ich nicht nehme. Aber wie gesagt, es ist ein Beispiel, wie man ihn ruhen kann. Man kann ihn natürlich auch wirklich anders ruhen. Man kann ihn auf HP% noch ruhen, statt auf ATK. Man kann komplett auf ATK gehen, statt auf Crit-Schaden. Das ist euch überlassen. Ja, oder mit Rache arbeiten, ja. Gegenangriff, sozusagen. Ja, also, wir fangen jetzt einfach mal an und gucken uns mal an, was wir hier eigentlich so für Runen haben. Jetzt bin ich hier natürlich bei Fokus, das ist ein bisschen falsch, ne? Qual, so. Also, diese Rune will ich auf jeden Fall reinmachen, auch wenn die eigentlich nur Death plus 11% hat. Das ist eigentlich nicht so das, was mich interessiert. Eigentlich müsste da noch Klinge, also Klinge, Crit-Rate oder Crit-Schaden halt hin. Aber ich mache sie einfach erstmal rein. Es ist eine 6-Sterne-Rune. Ich finde sie relativ okay. Aber das ist halt eine Rune, falls sie sich nicht entwickelt, dass dann noch Crit-Rate oder Crit-Schaden sich entwickelt halt beim Aufwerten, die ich dann auf jeden Fall irgendwann vielleicht sogar noch ändern werde. So, was haben wir noch ausgewählt? Dann habe ich diese ausgewählt, weil ist eigentlich ganz schön. Ich hoffe, da entwickelt sich auch noch, dass ich da schön viel Crit-Schaden bzw. Crit-Rate noch bekomme. Die werden wir natürlich auch gravieren und auf Slot 1 bringen. Gehen wir weiter. Dann ist hier, das ist eine Rune, die finde ich nicht ganz so klasse, aber es ist eine 6-Sterne-Rune. Blöd nur, dass es ATK Plus ist, kein ATK-Prozent und dass es Dev-Prozent ist statt Crit-Rate oder Crit-Schaden oder, ja, ATK-Prozent halt, ne? Also, die werden wir aber auf jeden Fall auch gravieren. Ja. Dann gibt es da noch bei Qual eine Rune auf Slot 5, die ich nicht so klasse finde, wo ich auch irgendwie nicht weiß, für was ich mich jetzt entscheiden soll. Soll ich jetzt schon die nehmen, hier mit Crit-Schaden drin oder die mit Crit, also Crit-Schaden und Crit-Rate, wo Crit-Schaden definitiv nicht höher wird und HP-Prozent halt. Oder soll ich die nehmen, wo Crit-Rate vielleicht noch auch höher wird, wo auch Speed dabei ist, aber ATK Plus, aber sich vielleicht bei Aufwertung 12 sozusagen sich noch einen Crit-Schaden entwickeln kann. Das ist die Frage an euch, weil diese Rune werde ich jetzt nicht nehmen. Also entweder diese auf Slot 5 oder diese auf Slot 5. Also schreibt mir unten in den Kommentaren, welche ihr besser findet. Ich weiß, es sind nicht die Ultra-Pro-Runen, ja, aber ihr könnt mir ja gerne da irgendwie unten in den Kommentaren irgendwie helfen, welche ihr jetzt reinmachen würdet von den 2 Runen. Ne? So, werden wir weitergehen. Wir gehen jetzt einfach zur Klinge, weil es fehlt ja immer noch Slot 4 und Slot 6, ja. Deswegen gehen wir jetzt hier zur Klinge und gucken mal, wo ich jetzt hier diese Runen habe, die ich dafür ausgewählt habe, die ich nehmen möchte. So, hier haben wir Crit-Schaden und hier haben wir Crit-Schaden. Gucke mal, welche ich dann nehmen wollte. Ja, also ich wollte diese Rune hier nehmen. Ist richtig, die andere hat noch Speed drin, aber ich möchte halt auch noch Crit-Rate ein bisschen höher bekommen. Deswegen werde ich diese Rune hier nehmen und hoffen und beten, dass hier natürlich Crit-Rate noch draufkommt, ja. Wäre schade, wenn nicht, weil hier wird es nicht mehr werden als 4%, auch wenn hier Speed wahrscheinlich noch höher kommen würde. Aber das kann ich mir alles dann auch noch ausmalen und vielleicht auch noch ändern. Aber ich werde erstmal die hier nehmen, um einfach da jetzt mal was drinne zu haben. Falls ihr die Entscheidung nicht gut findet und nicht lieber die andere hätte nehmen sollen, könnt ihr auch gerne unten in den Kommentaren schreiben. So, dann Slot 3. Slot 3. Welche wollte ich da nehmen?
Mal gucken. Ich glaube, ich wollte die hier nehmen. Aber mal gucken. Das hatten wir. Oder das hatten wir. Da ist natürlich auch wieder Speed dabei. Das ist natürlich auch wieder richtig gut. Muss ich immer entscheiden, ja? Das ist so ein bisschen das Problem, was ich immer habe, sich hier zu entscheiden, welche man nimmt. Aber ich werde jetzt auch einfach mal sagen, ich gehe hier auf Kritrate und Kritschaden, ja? Und werde das Speed ein bisschen erstmal hinterherhängen, ja? Mir ist es wichtig, dass ich wirklich irgendwie auf Kritrate und Kritschaden irgendwie auf eine, naja, hohen Wert oder etwas höheren Wert komme, was mit diesem 5-Sterne-Ruhe natürlich auch, ja, nicht so krass möglich ist. Aber egal. Wir werden jetzt einfach erstmal auf Slot 3 diese Rune reinmachen. Das gleiche wie bei den anderen Runen. Falls ihr die Entscheidung nicht gut findet, einfach unten in den Kommentaren schreiben. Ich nehme mir das auch gerne an oder so. Wie ihr wollt. So, das ist also sozusagen mein Runen, ist klar. Da steht jetzt oben, wo jetzt mein Bild ist. Haha, mein Bild. Steht natürlich jetzt noch nicht da, dass ich hier Qual habe. Ja, weil ihr ja entscheiden sollt, welche Rune ich da jetzt nehmen soll, ja. So. Was wir natürlich auch noch machen wollen, also wir können uns hier mal angucken, die Werte haben sich jetzt nicht so krass verändert, weil es ist ja noch nicht aufgewertet, die Runen. Möchte ich mein Süffe, auf 5 Sterne bringen. Also wählen wir uns hier Süffe aus, so, und werden jetzt hier 4 Sterne-Monster opfern dafür, dass wir hier Süffe sozusagen entwickeln. So, ach übrigens hier, wegen den anderen hier, ich habe natürlich auch schon Elfenwächter auf max 4 Sterne gebracht, ja. Wo ich auch übrigens so sagen wollte, das ist mir irgendwie später aufgefallen, mich erinnert irgendwie dieser Elfenwächter oder Elfenwächterin total an Final Fantasy. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das sieht mir irgendwie so ein bisschen so krass, so ein bisschen in die Richtung Fantasy Game aus. Also Final Fantasy, ja. Aber egal. So, jetzt werden wir uns hier den nehmen. Und wen wollen wir noch opfern? Haben ja die große Wahl, ne? Haha. ja, wir nehmen jetzt einfach den. Haben wir ja in unserem Opening gezogen, ne? Können wir jetzt auch gleich opfern. Werde ich nicht aufleveln. Ja. Also, entwickeln. So. Und dann haben wir nämlich ein schönes 5-Sterne-Monster und kann dann wahrscheinlich auch diese neue Mission, beziehungsweise, ja, so neu ist es jetzt auch nicht mehr, auch erfüllen. Ja. Sehr schön, dass ich hier Kristalle bekommen habe und morgen ein EP-Booster und ja, am vierten Tag dann eine mystische Rolle. Das ist was, das, was mich am meisten interessiert. Aber wir haben ja noch hier unten eine Mission zu erfüllen. Diese Mission hier, dass ich einen 5-Sterner auf Max-Level bringe. Und dann bekomme ich natürlich auch noch eine mystische Rolle und ein 4-Sterner Max-Level-Regenbogenmon. So, das war es auch an sich schon wieder hier mit Süffe, mit der Vorstellung, wer Süffe nicht kennt, ja, hier könnt ihr, also ich werde es jetzt mal nicht vorlesen, sozusagen, was jetzt schon wieder mit Mobeisen ist, verschwommen, jetzt ist wieder klar, könnt ihr euch gerne hier durchlesen, Süffe ist ein richtig gutes Monster, sozusagen, was in erweckter Form Tyran heißt. Was ich natürlich auch noch erwecken muss, da fehlen mir natürlich aber auch noch 10 hohe Wasseressenzen und 5 hohe Magieessenzen, was ich aber auf definitiv noch machen werde, ja. Ja, also es ist ein klasse Monster, bitte, bitte nicht opfern, Leute. Ja, also sehr gutes Monster, eins der besten, ich würde sagen, eins der Top 5 Monster, 4-Sterne-Monster definitiv. Und ich will jetzt endlich mal hier ihn als Priorität setzen und ihn auf 6 Sterne machen, jetzt als erstes von meinen Monstern, die ich jetzt hier irgendwie noch habe. Also, danke fürs Zugucken und bis dann und viel Spaß und tschüss!